So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen. Euer von Bergenitzer Mikrofon in Europa Universalis 4. Ich begrüße euch recht herzlich und ja, wir haben es geschafft. Patch 1.3 ist da. Das heißt, auch parallel ist der Spielstand mit Savoyen respektive mit Italien und am Ende dem Römischen Reich leider beendet. Er lässt sich nicht weiter spielen und ich habe es in den letzten Tagen nicht mehr geschafft aufzunehmen, um da vielleicht noch weiterzumachen. Wir hatten noch die Idee mit der Integration von Russland. Ja, all das hat leider nicht mehr geklappt, weil der Patch mir dazwischen kam. So war es eigentlich fast abzusehen. Zum Start des Let's Plays, was am Ende doch, ich glaube, 65 Folgen umfangen hat. In Ordnung. Es gibt Schlimmeres, aber wie gesagt, schöne Sache. Der neue Patch ist da, ich schaffe es heute an den frühen Morgenstunden hier ein bisschen aufzunehmen, auch wieder die nächsten Folgen zusammen zu basteln. Parallel laufend auf dem Kanal noch das Civ 6 Let's Play, so wie die Zeit es mir erlaubt. Und zum anderen schauen wir uns einfach mal an, was uns der Patch bringt. Ich habe mich sehr wenig vorbereitet und genau das finde ich auch sehr faszinierend, dass man selber das wieder ein bisschen lernen darf, denn es ist der umfangreichste Patch. So viel habe ich mittlerweile schon verstanden, den Paradox hier uns präsentiert. Wir gehen raus aus dieser kleinen Übersicht, wir gehen rein in einen Spielstand, der ein Achievement umfassen soll. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Und zwar das Achievement Stern des Südens. Muss man dazu sagen, ich als großer FC Bayern München Fan, selbstverständlich für mich, wie gerufen, dieses Achievement. Dafür müssen wir nach München gehen. Ich weiß nun gar nicht, aber München ist tatsächlich, ist kein Vasall. Hat den Vasall Passau. Aha, okay, Passau, das war's. Was ist mit Landshut? Landshut hier als bayerische Großprovinz die stärkste? Das ist total spannend. Also wie das hier vorwärts gehen wird, keine Ahnung. Wir werden aber auch nicht viel uns jetzt auf dieser Karte bewegen, uns das anschauen, wie sich alles verändert hat. Ich bin ja auch ganz heiß auf die Geschichte hier. Mein Heimatort oder meine Heimatinsel Rügen mittlerweile als einzelne Provinz zu sehen, das feiere ich tierisch. Vor allem auch noch mit Bornholm. Sehr geil. Vielleicht in einem weiteren. Finde ich sehr, sehr spannend, wie sich das hier oben entwickelt hat. Wir machen das aber. Wir hatten mal einen Spielstand mit Bayern auf diesem Kanal. Der war ein Livestream. Auch die Geschichte mit Frankreich finde ich total spannend. Mal gucken, wie das vorwärts geht. Nee, ansonsten, wie gesagt, hatten wir schon mal einen Spielstand mit Bayern. Aber damals, oder bis zum letzten Patch, bis zum Dienstag, vergangenen Dienstag, war es ja noch so, dass Bayern als eigentlich fast sehr, sehr große Nation hier angesehen war. Vielleicht, ich glaube, von den Provinzen hatten sie die meisten zusammen mit, also Böhmen hat natürlich die größten Anzahl und Österreich und auch Brandenburg ist größer geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier sieht man dann noch Potsdam, Brandenburg als einzelne Provinz, spannend. Magdeburg mittlerweile zwei Provinzen. Gut. So viel dazu. Wir machen das. Wir gehen rein. Also hier sieht man noch die Spielstände. Ja, die sind leider mittlerweile inkompatibel alle. Hier ist der Spielstand, den ich Reborn genannt hatte, bezüglich, das hat angefangen mit Savoyen, ne? Und dann ging es weiter in Richtung, am Ende dann Römisches Reich. Ja, leider. Bis 1794 haben wir es geschafft. Dann kam der Patch dazwischen. So viel dazu. Hier sind noch eine ganze Menge Spielstände zwischendrin, die ich so ein bisschen gebastelt hatte. Hier sieht man noch Sardinien, Piemont. Schön. So, machen wir das. Wir gehen auf München. Starten das Ganze in dem Ironman-Modus, selbstverständlich. Ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt hat im Spiel. Und zwar nennen wir das Ganze dann auch Stern des Südens. Machen wir Stern des Südens. Ich bin gespannt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man auch failt, ist gar nicht so gering. Wir schauen uns das ganz gemütlich an. Es wird wahrscheinlich, da es wieder um ein Achievement geht, ein bisschen mehr Konsolidierung geben als im letzten Spielstand. Da haben wir ja zum Ende hin nur noch eskaliert. Mal schauen, wie sich das hier anfühlt. München als Grafschaft 1444. Ich denke mal, die Übersicht, für alle, die es interessiert, können hier an dem Punkt jetzt einen kurzen Break machen. Und wir schließen das. Ich bin gespannt, das hat sich wirklich sehr, sehr viel geändert. Auch hier wenig Kronland. Das ist jetzt auch mal richtig interessant. Sagt mir noch gar nichts. Da die Krone nur 29,99% unseres Landes kontrolliert, hat das folgende Auswirkungen. Kronland, Stände. Okay, sehr spannend.
Das heißt, wir brauchen zwangsläufig Expansion, so wie ich das hier verstehe auf den ersten Blick. Wo haben wir denn Krone? Ah ja. Mhm. Wir haben noch gar keinen Stand. Privilegien hinzufügen. Das sind... Ich guck mal ganz kurz rein. Landrechte des Klärungs, päpstliche Abgesandte, religiöser Staat. Unglaublich. Klerusprivilegien. Okay. Große Veränderung. Sagt mir noch nicht viel. Werde ich mich dann bei gegebenem Anlass mit beschäftigen. Vielleicht sieht man das Ganze über das Menü der Provinzen. Wird das hier verteilt? Erlasse sind nach wie vor verfügbar. Ja, die kennt man schon. Mit denen habe ich auch im letzten Spielstand sehr wenig gearbeitet. Straubing gehört zu unseren Kernprovinzen. Ne, man legt hier wirklich nicht. Man macht das über die Stände. So. Der Stadt Klerus kontrolliert 20% eures Landes. Aber ich sehe in Straubing zum Beispiel, sehe ich gar keinen Stand. Oder? Hat sich das geändert? In München auch nicht. Man kann die Stände, wenn ich das hier richtig sehe, auch gar nicht mehr so zuordnen. Hier war mein Menü mit Stände. Das hat sich geändert. Interessant. Wie legen wir das dann fest? Bin ich ein bisschen überfragt. So, noch. Man lernt. Dann gucken wir uns das nochmal an. Vielleicht können wir ja noch was machen. Kronland. So, Titel verkaufen. Hier sieht man dann Steuereinnahmen, Freiheitsstreben, Absolutismus. Aufgrund dessen, weil wir zu wenig Kronland haben. Erhält 68 Dukaten, verkauft 10% Kronland an die Stände. Ist aber, glaube ich, schlecht, weil ich schon, oder ich habe nur 29%. Wenn ich jetzt noch mehr verkaufe, ist das nicht so prickelnd. Ich kann auch anscheinend nur an alle verkaufen. Hier sieht man, wer was bekommt. Genau, der ändert sich. Mhm, dafür kriege ich Geld. Versammlung einberufen, beruft eine Versammlung ein, um eine Agenda zu beschließen. Der Stand, alle Stände erhalten 5 Einfluss. Und hier haben wir noch Landbeschlagnahmen. Ja, ich könnte jetzt den Ländern was abnehmen. Aber ich glaube, lieber expandieren wir, als dass wir hier wen zurechtstutzen. Okay, gut. Dann schauen wir doch mal, wen haben wir drin? Albrecht III. Von Wittelsbach, das ist soweit in Ordnung. 222. Thronfolger ist Johann, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und Gemahlin ist die Anne von Welf. Das ist, okay, kann man so stehen lassen. Jetzt nicht so prickelnd, aber okay. Wer ist denn unser Vasall? Das ist Passau als solches. Das finde ich in Ordnung. Wer ist denn unsere, ja, jetzt geht's nämlich los. Wer sind unsere Ziele für eine schnelle Expansion? Die sind ja alle größer als wir. Was ist denn mit Ingolstadt? Gut, dann machen wir es schon mal amtlich. Ingolstadt ist unser erster Rivale, selbstverständlich. Und Feinde Augsburg, Augsburg ist gut, Salzburg und Regensburg und Württemberg. Okay, versuchen wir uns zuallererst vielleicht... Oh, die Pfalz hasst uns, Sachsen hasst uns und Landshut. Oh, das ist schade. Es wäre eigentlich praktisch gewesen, mit Landshut hier zu arbeiten. Versuchen wir vielleicht zuerst, uns mal einen starken Verbündeten ranzuholen. Und da bietet sich selbstverständlich Österreich immer an. So, wir bekommen die Staatsehe mit Österreich. Aber Münchens Armeesteckung, Haltung gegenüber München neutral. Wir probieren es, weil es einfach sinnvoll ist für eine Expansion. Ich glaube, nach wie vor ist es sinnvoll, den Kaiser zu nehmen. Ob sich auch das geändert hat, das weiß ich nicht. Hier sehen wir die Übersicht des Heiligen Römischen Reiches. Versuche ich mal ganz kurz. Hier ist sogar noch einer freien Kurfürst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum ist der 8. frei? Aha, Reichsautorität, so lala. Mhm. 12 Reichsstädte. Oh, wir hatten normalerweise 8. 12. Wen haben wir denn da? Aachen, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Ulm, Nürnberg, Memmingen, Dortmund.
Okay, ganz neu. Und Konstanz, auch ganz neu. Konstanz, hey, halt mich fest, cool. Konstanz, Bregenz, auch alles. Das ist wirklich geil, Leute. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, richtig bockstark. Dortmund, unglaublich. Das habe ich auch nicht gewusst, dass die, dass Dortmund jetzt als Provinz gibt. Köln. Klar, Aachen kennen wir. Hat sich ein bisschen was in Holland geändert? Nö. Also auf den ersten Blick für mich, nö. Das haben wir. Nevers hat sich auch nicht. Immer noch zwei Provinzen. Hier hat sich viel geändert. Straßburg. Mühlhausen. Ja, das fand ich auch ganz geil. Gibt es auch ein Achievement für. Sundgau. Mainz mit zwei Provinzen. Würzburg mit zwei. Eine fehlt. Bamberg ist neu. Bayreuth ist neu. Super. Ansbach. Okay. Ansbach ist schon in... Ist schon ein Juniorpartner von Bayreuth. Landshut. Hätte ich gelesen? Ne, von Bayreuth. So rum. Wo ist Bayreuth? Bin ich jetzt. Da ist Bayreuth. So. Interessant. Okay. Wie kriegen wir die nächsten Verbündeten rein? Wir müssen schauen. Das ist mit den Hussiten. Wurde auch schon gefragt im letzten Let's Play, ob ich das spiele. Lasst mich mal reinkommen. Wir müssen mal schauen. Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge hier neue Sachen zu spielen. Gut, Böhmen rivalisiert nicht Österreich. Das macht's zum Vorteil. Nehmen wir mit, wenn wir können. Wir brauchen Große, die uns helfen. Uns fehlt hier einzig allein. Ich würde ganz gerne versuchen, vielleicht sogar in die Negativen zu gehen. Also finanziell. So haben wir den... 4 kostet der monatlich. Ach, das ist ein 2er. Oh, Mist. Das ist mir zu teuer. Jetzt habe ich kein Österreich direkt und kein Böhmen direkt. Einen muss ich mir auf jeden Fall direkt schnappen. Wir gehen mal hoch. Einen muss ich mir, idealerweise einen, der uns hilft zur Expansion hier. Wie wäre es denn mit Salzburg? Landshut als Gegner und Ingolstadt. Als Bistum gar nicht so verkehrt. Das sind zwei Gegner, wo sie auch rivalisieren. Das machen wir. So. Sehr schön, geht ja früh los. Fanatiker oben erhoben sich in Passau. Religiöse Fanatiker heben sich vor allem in Provinzen, deren Religion von der Staatsreligion abweicht. Sie wollen ihre Religion verbreiten. Ja, wen haben wir denn in Passau? Was ist denn da los? So, katholisch. Okay. Das gleiche ist auch in Augsburg los. Interessant. Wir können auch Augsburg noch mitnehmen als Ingolstadt. Das ist wirklich nicht so einfach. Die richtigen Verbündeten finden. So. Bündnis mit Ragusa, mit der Pfalz. Versuchen wir es. Geht aber erst nächsten Monat. Ich kann auch eine Zeit lang mit mehr, also, wie sagt man, mit mehr Bündnissen laufen, habe ich jetzt kein Problem mit. Hauptsache, wir haben welche. Wenn wir schon die Staatsehen haben. So, das haben die jetzt gewonnen da drüben. Wir kommen noch nicht dahin, ne? Ne. Gut, einen Anführer brauchen wir. Unseren König. Oder kriegen wir über die Stände noch Generäle, Adel? Anscheinend nicht. Privilegien hinzufügen. Wir verlieren 5 Kronland. Nö. Vorherrschaft des Adels. Da sind die... Ich kann die Sachen nicht mehr kaufen. Sehe ich das richtig? Also ich bekomme den General nicht mehr. Scheint so, oder? Ich bin... Militärische Macht monatlich plus 5. Okay. Verrückt. Na gut. Auch mit dem Menü hat sich ein bisschen was geändert. Ein bisschen, also deutlich. Landeinheiten. Dass wir hier Söldner neu rekrutieren müssen. Auch entsprechend mit neuen Funktionen.
Wo man die herbekommt in ganz Europa, sieht man. Ich glaube, man muss die Provinzen besitzen, um diese dann freizuschalten. Praktisch, interessant. Oh, Armeevorlagen, ja klar, das hat sich auch geändert. Das gleiche gilt auch für Flotten. Da hat sich eine ganze Menge geändert. Gut, noch können wir sowieso keine herstellen, weil wir keinen Seezugang haben. Aber das dann alles später. Starten. Hier kann man, da hat sich eine ganze Menge geändert. Niederbayern, Oberbayern. Aha. Staatserlasse. Ja, kennt man. Das haben wir schon gesehen in den Provinzen. Und Handelshaus, Investitionen dann auch interessant als solches. Mhm. So. Wie sieht's aus? Wen nehmen wir denn noch mit als Verbündeten gegen die Verrückten? Landshut hat noch keine. Auch ein Wittelsbacher. Aber ein stärkerer als wir. Ja, für das Achievement müssen wir aber mit München arbeiten. Also nochmal kurz zum Eingang. München, das Achievement. Es gibt ja auch eine ganze Menge hier, was wir erreichen können. Sehr schön. Da ist er. Bei Bayern. Nee, genau. Gründe Bayern, starte als München und habe Bremen als Vasall, wenn er Werder besitzt. Ne? Also Bremen, den Stadtstaat, als Vasall und er muss Werder besetzen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, was ist ein Werder? Ich dachte, das wäre Werden. Ist es aber nicht. Weißt du, welche Provinz ist denn bitte Werder? Das interessiert mich jetzt. Provinzsuche. Provinzsuche, Provinz, wo war die Provinzsuche? Bin ich jetzt komplett verrückt? F. Noch sieht man sie gar nicht, alles klar. Wahrscheinlich irgendwo in Afrika. Gut, halb so wild. So. Nichtsdestotrotz. Das ist auch neu, befreundete Armeen erlauben sich dieser Armee anzuschließen. Okay. Neu. Wir setzen da mal einen ein zum Drillen. Ich glaube, der stirbt nicht weiter. Bin immer noch nicht weiter mit meinen Bündnissen. Wir lassen mal kurz laufen. Wir versuchen uns mal hier ein bisschen einzuschleimen. Bei den beiden. Vielleicht kriegen wir ja einen ins Bündnis. Sollte ja eigentlich machbar sein. Oh, okay. Böhmen ist ganz raus. Warum? 16. Dann alles auf... Also Böhmen können wir schon mal entfernen. Das hat sich erledigt. Die Staatsehe ist schon aufgelöst. Ah, wir hatten die, die ist aber schon weg. So, die bayerische Erbschaft, Leute. Das Wittelsbacher Herzogtum Bayern ist seit Mitte des 14. Jahrhunderts in mehrere Teile gespalten. Gegenwärtig ist das Herzogtum unter drei verschiedenen Zweige der Familie aufgeteilt. München, Landshut und Ingolstadt. Verschiedene komplizierte Regelungen machen geltend, welcher Zweig der Familie das Land eines Herzogs erbt, der ohne männlichen Erben dahinscheidet. Diese Regelungen verlaufen jedoch nicht immer reibungslos und ein starker Herzog kann jederzeit versuchen, sich durch das Land seiner Verwandten zu bereichern, unabhängig davon, ob sein Anspruch gerechtfertigt ist oder nicht. München hält eine Wiedereinrichtung der Unionskriegsgrund gegenüber Landshut und gegenüber Ingolstadt. Ja, so. Achso, darf man vielleicht gar nicht direkt erobern? Kann das sein? Oh, was ich gerade sehe, was ist mit unseren Händlern? Was ist da passiert? Wir leiten um. Wir setzen einen rein zum Abschöpfen. Und wir leiten um. Wo haben wir denn noch ein bisschen Einfluss? Nirgends. Dann versuchen wir es von Krakau aus. Wir können es auch von Ungarn machen. Ich habe da wahrscheinlich gar keinen Einfluss, aber gut, wir gucken mal. So. Vielleicht kommt denn zumindest ein bisschen was. Ja, ein bisschen was kommt zusammen. Das Königreich Italien und das Kaiserreich. Mhm. Das kennen wir. Also es wäre für die weitere Expansion unweigerlich notwendig, mit Österreich zu paktieren. Deswegen lege ich auch noch keinen Rivalen fest. Gut, die Jungs können wir auf jeden Fall festlegen. Das ist zum einen Landshut. Mhm.
Und dann drücken wir Landshut auch ein Embargo rein. Und das gilt dann auch für Ingolstadt. So, wir spielen es extra langsam. Ich denke, ihr könnt das nachvollziehen, dass man bei so einem doch sehr deutlich umfangreichen Patch sich versucht, erst ein bisschen umzuschauen. So, komm, wir müssen da irgendwie hin. Also wir werden es dann kaufen. Wir werden es kaufen, wenn es geht. Ich habe zwar gar nicht das Geld, aber ich gehe jetzt mal gleich in die Schulden. Boah, 62 ist aber ein bisschen viel, ne? Nimm mal den kleinen, nimm mal den Beziehungsverbesserung. Vielleicht reicht das, um schneller ins Bündnis zu kommen mit Bayern. Mit Österreich natürlich, entschuldigt. Weil das wäre jetzt, glaube ich, so zum Start weg, wäre das wohl das wichtigste Bündnis. Und natürlich das Böhmer eigentlich. Probieren wir mal unser Glück. Ich brauche noch gar nicht Ansprüche fingieren oder dergleichen. Wir könnten das eigentlich machen in Augsburg. Nur mit Bregenz. Sollen wir uns Augsburg vielleicht als erstes Ziel mal auserkoren? Doch, das machen wir. Komm. Wenn das Bündnis klappt mit Österreich, haben wir gleich den ersten. Weil die haben jetzt momentan keine Armee. Die schaffen wir. Und die, weiß ich nicht, Bregenz, ob da was kommt. Oh, da ist es schon, Leute. Da ist es schon. So, wir nehmen das Prestige hier mit. Kontrolleur der Kurie hat goldene Bulle erlassen. Graf, mit der ihr von Gott verliehene Macht, hat der Papst beschlossen, uns mit der folgenden goldenen Bulle zu segnen. Christiana Peters. Dieser goldene Bulle hat folgende Auswirkungen. Entwicklungskosten minus 5, Toleranz Ungläubige plus 2. Schön. Schön. Vorherrschaft, wo kommt die goldene Bulle her? Wer macht das? Also ich kann hier Sachen zustimmen, ablehnen. Das ist alles neu. Das ist Reichsreform, Reichsregimente, absolute Reichsstabilität, Gemeinde. Das sind ja die normalen Reformen, die wir kennen. Landknechtswesen, ewiger Landfriede und Richtung Zentralisierung. Da haben wir es. Revoke-Privilegien, die Privilegien auflösen. Hier geht es dann in Richtung alle zusammen und hier geht es Reichskollegium. Gemeinen Pfennig erhöhen, Rechenschaft ablegen, geteilte Macht, aha, Reichskrieg. Interessant. Nicht dem Reich angehört. Kaiser und Kurfürsten können in Kriegen gegen Feinde des Heiligen Römischen Reiches kostenlos Kriegssteuern erheben. Verrückt. Hier geht es eigentlich in die Richtung, die man vorher gespielt hat, ne, mit der Zentralisierung. Warum man das wählen sollte, weiß ich nicht. Aber gut, wir lassen es mal so stehen. Beobachten. Beobachten. So, unser Anspruch läuft. Wir werden dann Augsburg als Rivale noch setzen. Wen hat denn Augsburg noch als Rivalen? Können wir nicht jemanden schon betrügen? Memmingen. Nehmen wir uns mal einen mehr mit. Memmingen als Reichsstadt. Man könnte auch Ulm wählen, aber die sind mit Straßburg verbündet und sie mit Konstanz, also ups, wie gesprungen. Nehmen wir Memmingen. Nehmen wir Memmingen. So, selbstverständlich müssen wir hier. Was haben wir hier? Österreichs Haltung gegenüber uns ist beschützend. Ja, noch wahrscheinlich. Bis sie dann feststellen, dass wir zu groß sind. Ich weiß nicht, ob ich hier was tun muss gegen die Jungs. Rebellen. Was sind denn ihre Forderungen? Katholische, konvertiert Passau. Ja, in was? In katholisch? Wenn es katholisch ist? Na, lass laufen. Kostet bloß Geld, ne? So, den Kollegen können wir rausnehmen. Das müssen wir uns leider sparen, das Geld, glaube ich. So. Ja, sind sie durch. Die sind fertig geworden mit Augsburg. Jetzt baut Augsburg natürlich wieder Einheiten. Das heißt, wir müssen schnellstmöglich versuchen, sie da abzupassen.
Ich baue dann aber auch noch mal welche. Gleich zwei. Da müssen wir jetzt schnell drauf. Ne, dass man da auf jeden Fall. Das ist wirklich easy. Wenn wir es richtig anstellen. Ob das so noch funktioniert, ist mal dahingestellt. Das sehen wir dann eigentlich, wenn wir jetzt die Geschichte durchhaben. Ich löse das schon mal auf, dass nicht mehr gedrillt wird. So, und dann ist es noch ein Tag. Da oben wird schon gekämpft. Ich sehe Ansbach schon. Okay, gegen. Auch gegen Stände. So. Ich muss. Ah, super. Ich muss 30 Anspruch fingieren, um das zu bekommen. Na, spaßig. Ja, ob das jetzt da konvertiert wird. Ich hatte es noch nicht verstehen, was es soll. Schade, ein bisschen zu langsam gewesen, ne? Hätte man einen anderen gebraucht. Aber noch sind wir stärker, das passt. Die müssen erst noch ein paar bauen, bevor die da rankommen. Immer noch haben sie nur einen Verbündeten mit zwei Militärstärke. Also das Abwarten. Es kann auch sein, dass das ganze Söldnertum sich so weit geändert hat, dass die noch ein bisschen stärker werden. Das werden wir dann sehen. So, Passau. Grandios. Das hat es jetzt vollgebracht, ne? Von katholisch in katholisch. Gut, das ist es. Zack, zack, zack. Das lösen wir auf. Ein Tag. Krieg erklären. Wow, was haben wir hier? Eroberung. Wir wurden beauftragt, bestimmt Provinzen zu erobern. Mhm, Augsburg. Ja, Memmingen können wir was geben. Können sie aber auch lassen. Brauchen wir sie nicht betrügen, ne? Bleiben wir so stabil. Hier sehen wir die Mannstärke. Hier ist, ah, das ist eine schöne Übersicht. Die kennen wir noch nicht. Ja, ich weiß nicht, wie stark die... Moment. Oh, das mache ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. So. Ich weiß nicht, wie stark die... aggressive Expansion ist, aber man könnte ja im Zweifelsfall schon gleich zwei Städte nehmen. Wenn es klappt. Schauen wir uns an in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Bergi. Ciao, ciao.